Okay, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, schön, Sie hier heute Nachmittag begrüßen zu dürfen. Wenn alle wüssten, wie brisant jetzt die nächsten 45 Minuten wären, wäre dieser Saal nochmals deutlich voller. Also ich weiß in Vorbereitung auf das Gespräch, dass hier sehr, sehr kontroverse Standpunkte vertreten werden. Außerdem ist es das einzige Panel, das sich mal an Hardware richtet, weil heute hat man eigentlich immer über das Vorhandensein der Technologie gesprochen, also wie nutze ich soziale Netzwerke, wie kann ich Content zur Verfügung stellen, aber es gibt ja in Deutschland immer noch ein paar Leute, die gar keinen Zugriff auf diesen Content haben, die gar nicht twittern können, die nicht Facebooken und YouTuben können. Das alles wollen wir in den nächsten 45 Minuten besprechen. Ich stelle Ihnen kurz die Teilnehmer der Runde vor. Ich beginne mit der Dame, wie es sich gehört. Das ist die Frau Tabea Rössner, Sprecherin Medien- und Demografiepolitik, Mitglied des Bundestages, Bündnis 90 der Grünen. Sie können jederzeit den Kopf schütteln, wenn irgendwas nicht stimmt. Wenn es okay ist, dann mache ich weiter. Mit dem Dr. Robert Henkel, er ist politischer Berater des Bundesministeriums für Wissenschaft und Technik und der Experte für Breitbandnetze. Daneben, wahrscheinlich hätte ich die beiden Herren auseinandersetzen müssen oder etwas weiter auseinandersetzen müssen, Bernd Rudolf, er ist zweiter Vorsitzender der Initiative gegen digitale Spaltung, allein dieser Begriff Spaltung deutet ja schon an, wo es da hingehen kann. Daneben Michael Reis, er ist stellvertretender Leiter des Referats Grundsatzfragen ländlicher Raum mit ausschließlichem Fokus auf die Breitbandversorgung des ländlichen Raums. Und zu meiner Rechten Dr. Remco van der Velden, er ist der Vertreter der Industrie, arbeitet bei Telefonica Deutschland GmbH, hat da auch alle verschiedenen Techniken so im Blick. Es wird heute um den Technikmix gehen. Wir werden Begriffe hören wie LTE, Fiber to the Home und vieles mehr. Meine erste Frage richtet sich an den Dr. Henkel. Wir haben besprochen, wir machen sein Eingangsstatement, 1, 2, 3 Minuten, um nachher noch Fragezeit offen zu haben. Ich hätte mich ja gerne mit Ihnen über die kosmischen Plasmen unterhalten, die Sie vor etwa 20 Jahren bearbeitet haben. Ich habe es nicht verstanden, worum es da geht. Ich würde es auch nicht. Aber heute ist es wesentlich spannender, Analysen und Entwurf von Reden zu Grundsatzfragen der IKT oder IKT-Politik oder einfach Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere zur Breitbandstrategie der Bundesregierung in Berlin. Jetzt sind Sie sicher geneigt zu sagen, es läuft alles bestens, Sie sind auf dem richtigen Wege. Konkret, was läuft gerade wie? Bewegen Sie sich tatsächlich im Zielkorridor? Ja, Korridor auf jeden Fall, denn wir haben ja große Schritte gemacht in den letzten 4, 5 Jahren, seitdem ich dabei bin. Und die Breitbandstrategie jetzt 2,5 Jahre gilt und umgesetzt wird, hat ja auch zu großen Fortschritten geführt. Ich möchte daran erinnern, dass wir noch vor 2,5 Jahren zu Beginn der Wirkung der Breitbandstrategie nur 92% Abdeckung mit 1 Megabit haben, ist aber knapp 99%. Das ist schon ein Fortschritt. Es ist zwar wahr, dass wir im letzten Jahr schon am Ende letzten Jahres 100% haben wollten. Das hat sich aber spätestens geklärt seit 1. Juni diesen Jahres, da seitdem ein Satellitenangebot ist von 10 Megabit Download. Das ist wesentlich mehr, als jeder Bürger gerade für soziale Netze braucht. Durchschnittswert von wirklich Nutzung von Breitband, von denen, die es schon haben, liegt bei 3 bis 4 Megabit. Und 3 bis 6 Megabit ist eigentlich ausreichend für den Normalbürger. Und damit kann er alle die Dinge machen, die Sie vorhin genannt haben, also alle sozialen Netzwerke bearbeiten. Er kann sogar Video gucken, wenn nicht hochauflösend, er kann Fernsehen gucken, auch wenn nicht hochauflösend. Aber die Frage ist natürlich, muss der Staat ein Luxusprodukt wie hochauflösendes Fernsehen unterstützen mit Steuergeldern? Das ist eben die Frage, die offen bleibt natürlich. Über die kann man sich streiten, aber für den Normalbürger ist momentan auf jeden Fall Breitband möglich. Auch schon vor LTE-Versteigerungen, auch vor den Satelliten, die dieses Jahr gekommen sind, gab es ja die Möglichkeit, und das ist sehr deutlich dargestellt in all unserem Informationsmaterial, was wir auch versandt haben. Übrigens habe ich diese Box nochmal mitgebracht hier, die wurden an alle Bürgermeister gesandt im letzten Jahr, die im weißen Fleck sitzen. Also 1200 Bürgermeister haben die bekommen. Da steht genau drin, wie man ohne ein Pfennig Steuergeld
sein Dorf versorgen kann, nämlich mit Richtfunk ins Dorf und WLAN verteilen. Und da noch nicht mal LTE auf dem muss man dazu haben. Jetzt haben wir auch noch LTE, das heißt, das ist ein Faktor 10 stärkere Möglichkeit. Wir bewegen uns nicht bei 2 bis von mir aus 16 Megabit, dann bewegen wir uns bis 50 Megabit Download, wenn man einen also LTE-Antenne im Dorf hat, die mit Richtfunk angebunden ist. Das Ganze alles selbsttragend. Und deswegen ist also die Hysterie, die oft entsteht, oder auch, dass man nicht, erstens nicht versorgt ist, erst recht haben wir keine Spaltung, denn Spaltung würde ja bedeuten, man würde aktiv die Spaltung betreiben, was natürlich nicht passiert. Im Gegenteil, in den letzten 4-5 Jahren schließen wir die Lücken und sind eigentlich in diesem Jahr, wenn man Satelliten mitrechnet, schon bei 100%. Wenn man sie nicht mitrechnet, wartet man noch auf die LTE-Versorgung, die jetzt stattfinden muss, wie Sie wissen. Denn diese Frequenzen wurden ja mit der Bedingung versteigert, dass zunächst 90% aller weißen Flecken geschlossen werden. Und das wird auch gerade getan von den Unternehmen, das wird mein Kollege von der Industrie bestätigen, denn die haben ein großes Interesse, mit LTE in die Städte zu gehen und da ordentlich Geld zu verdienen. Das heißt, die werden jetzt möglichst schnell ausbauen. Vodafone ist ein bisschen schneller als die anderen, aber O2 und Telekom ziehen nach. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich am Ende dieses Jahres schon, also auch in den Großteil der weißen Flecken, LTE haben. LTE noch nicht advanced, noch nicht die allerschnellste Version, die kommt in den nächsten Jahren, und LTE advanced heißt, dass man eben Glasfaser bis zur Antenne haben muss, beziehungsweise mit Richtfunk bis zur LTE-Antenne verbunden sein muss, und dann kann man schon über 50 Megabit sogar leisten unter Umständen. Das heißt, da sind Riesenfortschritte passiert die letzten Jahre, gerade im Wireless-Bereich, der die Sache stark erleichtert im ländlichen Raum. Nicht? Also, und das große Problem ist ja einfach, dass nur noch die meisten, also ein Teil der Bürger meist in den weißen Flecken einfach keine Funkverbindung haben wollen, obwohl sie ja eine Lösung wäre. Vor allem ist das im südlichen Bereich Deutschlands üblich, dass man da Angst hatte, dass Funk irgendwie schädlich sein könnte, was natürlich alles unsinnig ist, wie wir alle wissen. In Hunderten von internationalen Untersuchungen belegt, dass diese Intensität der Strahlung so gering ist, dass sie ein Faktor 20 geringer ist als jedes Mobilfon. Jeder hat ein Mobilfon übrigens in diesen Orten, in Bayern oder wo das ist, wo die dann noch Ängste haben in der Richtung. In dem Sinne ist das auch geklärt, denke ich mal. Viel interessanter ist die Frage, wie es weitergeht mit Hochgeschwindigkeitsnetzen, also ab 30 oder 50 Megabit. Darf ich Sie an der Stelle kurz unterbrechen und bitten, das Mikrofon eine Station weiterzureichen, weil, jetzt müssen wir mal schauen, ob der Herr Rudolph überhaupt hier noch bleiben darf, wenn alles so rosig ist. Oder haben Sie da vielleicht eine etwas andere Sichtweise noch? Naja, ich will vielleicht mal anfangen mit dem Satz, der hier als zweite Unterschrift, als zweite Überschrift da steht: Wie viel Bandbreite ist möglich? Meiner Meinung nach ist es verkehrt, so eine Frage zu stellen. Da müsste viel eher fragen. Es mag vielleicht auch ein bisschen provokant formuliert sein hier. Gut, dann springe ich gleich drauf an. Meiner Meinung nach müsste die Frage dann lauten: Wie viel Bandbreite ist nötig? Es ist ganz klar, Breitband-Internet gehört heute zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Es ist zu gewährleisten, nach Artikel 87f Grundgesetz flächendeckend in angemessener und ausreichender Art und Weise. Das wissen wir alle. Und wir wissen auch, dass es eben nicht so ist. Es ist weder flächendeckend verfügbar, noch ist es ausreichend und angemessen. Man müsste vielleicht diese Fragen auch erstmal definieren. Das können wir ja nachher im Anschluss gerne machen. Ich will es jetzt auch nicht so weit vertiefen. Aber wir sehen das natürlich auch, wenn wir durch die Straßen gehen, sehen wir, oder durch die Orte fahren, sehen wir natürlich auch, wie Outdoor-DSL aus dem Boden wachsen. Wir sehen auch, wie die Verfügbarkeitsabfragen der Mobilfunkunternehmen sich verändern und verbessern. Das stellen wir auch überhaupt nicht in Abrede, das wollen wir auch gar nicht bestreiten. Aber wir sehen natürlich auch, dass selbst in DSL-versorgten Gebieten nach wie vor Haushalte sich befinden, wo eben keine Ports mehr frei sind, die eben kein DSL bekommen können, die lapidare Auskunft kriegen, aus technischen Gründen bei ihnen nicht verfügbar. Wir wissen auch, dass man mit Mobilfunk nicht überall hinkommt. Wir wissen von Funklöchern, die es überall gibt. Die Physik kann man nicht überlisten, die ist eben so. Die muss man so zur Kenntnis nehmen. Genauso wissen wir, dass man mit Satellitenanlagen, die Herr Dr. Henkel ja eben gerade in den höchsten Tönen gelobt hat, mal ganz abgesehen davon, dass es da eine ganze Reihe von technischen Einschränkungen gibt, die ich jetzt auch nicht näher vertiefen will, aber dass man eben solche Satellitenanlagen auch nicht überall installieren kann. Es gibt Mietverträge, die da dagegen sprechen. Kann auch ganz lapidar sagen, es gibt auch Haushalte, die haben halt keine Südsicht, die können einem so eine Anlage auch nicht installieren. Also wie gesagt, es gibt jede Menge Probleme.
die eben von einer Flächendeckung, die eben nicht zu einer Flächendeckung führen. Da kommt noch hinzu, dass über die Förderung, über die Förderpolitik werden wir ja dann auch noch reden. Aber Herr Dr. Henkel hat es ja schon gesagt, es gibt auch Bürgermeister, die sind gegen Funkverbindungen. Ja, es gibt auch Bürgermeister, die das Problem überhaupt nicht erkennen. Also es gibt kein Problembewusstsein im kommunalen Bereich. Oder es gibt ganz schlicht das Problem, dass die Kommunen nicht den Eigenanteil aufbringen können aus ihren Haushaltszwängen heraus, um überhaupt Fördermittel beantragen zu können. Also ich rede da als Gemeinderat in meiner Gemeinde ja sicherlich genauso wie mein Kollege hier von nebenan, der ja, wie ich erfahren habe, auch Kommunalpolitiker ist. Also wir wissen ja, dass die Kommunalfinanzen nicht bestens bestellt sind in Deutschland. Und es gibt 1000 Probleme, die zu lösen sind. Und da ist Breitbandinternet nicht in jeder Kommune das, was ganz oben dran steht. Also aus unserer Sicht sind wir von einer Flächendeckung weit entfernt. Es gibt erhebliche Probleme, die sicherzustellen. Und ich muss ganz einfach noch mit in den Raum stellen, 1 Megabit pro Sekunde klingt vielleicht ganz gut, aber ich komme mir dabei immer vor wie beim Märchen von Hase und Igel. Also immer, wenn wir da sind, dann ruft er, ich bin schon da. Also 1 Megabit pro Sekunde mag vielleicht vor 2 oder 3 Jahren noch ein anstrebenswertes Ziel gewesen sein. Heute bezeichne ich es mal schlicht schon als Schmalband und das bringt uns nicht weiter. Das vielleicht von uns aus und deswegen verfolgen wir das Ziel, dass der Zugang zum Internet als öffentliche Daseinsvorsorge gesetzlich garantiert sein muss. Wenn wir Breitband für alle wollen, dann müssen wir das auch durchsetzen. Ansonsten bekommen wir nur Breitband für die meisten und das ist für uns nicht akzeptabel. Danke. Super auf den Punkt gebracht. In der Redezeit geblieben, wenn Sie jetzt noch das Mikro an die Frau Rösner weiterreichen würden, das wäre super nett. Ich dachte, ich unterbreche jetzt mal hier diesen Rhythmus, um für ein bisschen Spannung zu sorgen. Nicht nur daran, dass Frau Rösner, falsch gesetzt haben. Frau Rösner, was ist denn Ihr Standpunkt dazu, wenn Sie es jetzt bewerten dürften? Wer der beiden Herren hat denn da recht? Also ich sage das mal so ein bisschen vom Blick einer Politikerin, die auch im Land unterwegs ist und die auch aus einem Land kommt, wo die Versorgung nicht überall gegeben ist. Und da kann ich Herrn Rudolf recht geben. Wir haben nicht überall eine flächendeckende Versorgung. Und als demografiepolitische Sprecherin erlebe ich, dass ganz viele Bürgermeister auch ankommen. Da gibt es übrigens inzwischen so einen Wandel. Also die erkennen das schon. Aber die sagen, wenn wir junge Familien, junge Menschen haben, die sich hier eine Wohnung oder ein Haus angucken, dann stellen die mal 3 Fragen. Die erste Frage ist, gibt es Einkaufsmöglichkeiten im Ort? Die zweite ist, gibt es Kinderbetreuung? Und die dritte ist, gibt es einen Breitbandanschluss? Wenn man sich anschaut, Herr Henkel hat ja selbst darauf hingewiesen, 100% sind nicht erreicht im vergangenen Jahr. Das war das Ziel mit 1 Megabit. Und da ist natürlich die Frage, wie definiert man Breitband heute? Was ist Breitband und was ist notwendig? Und da kommen wir auch ganz klar zu dem Ergebnis, dass 1 Megabit heute als Breitband nur schwer noch zu definieren ist. Wenn man sich überlegt, wofür braucht man Breitband, einen Internetzugang, ein YouTube-Video anzugucken mit 1 Megabit, wird schon schwierig, ruckelfrei zu gucken. Also das ist schon eine Herausforderung. Und wenn ich bedenke, dass ich immer mehr auf digitales Kommunizieren konzentriert, also ob ich meine Steuererklärung mache oder ob ich vielleicht ein Unternehmen habe, einen Bauernhof mit einer Direktvermarktung und meine Produkte anbieten will, dann brauche ich dafür auch einen Breitbandanschluss. Und da wird es auch schon schwierig. Das heißt also, es ist ein Standortfaktor, gerade auch im ländlichen Raum. Und da ist eben nicht passiert. Es passiert eine Menge, das ist richtig. Es kommt auch voran, aber nicht ausreichend. Diskutieren wir gerade in der Bundestagsfraktion. Wir haben Gutachten in Auftrag gegeben, ob es eben einen Universaldienst für Breitband nicht nur einen funktionalen Internetzugang geben kann, sondern eben für Breitband, den man natürlich definieren muss. Und das gewährleistet soziale Teilhabe und ist ein Wirtschaftsstandort, gerade auch für die ländlichen Räume, was zwingend notwendig ist. Und da müssen wir ran, da gibt es noch viel zu tun und da haben wir unsere Konzepte und hoffen, dass wir das durchsetzen können. Danke sehr. Dann mache ich hier mal weiter, Herr Dr. van der Velden. Wir reden jetzt über 1 Mbit. Nachher werden wir vielleicht auch mal über 2 oder 5 oder 20 reden. Im Interesse eines Unternehmens wie Telefonica, stellvertretend für viele andere, ist ja eine hohe Bandbreite, weil Sie werden ja in Zukunft auch über
Dienste wie Fernsehen, IPTV, Video on Demand etc. Geld verdienen wollen. Jetzt klingt das alles so super, aber wo sind denn die technischen Hürden? Wo sagen Sie denn, ja, da macht uns das wirtschaftlich keinen Spaß mehr oder da kommen wir technisch an unsere Grenzen? Also, dass es wirtschaftlich in einigen Regionen keinen Spaß macht, das ist, glaube ich, allen bewusst. Dass wenn wir über Bevölkerungsdichten reden und über Insellagen und Dörfern mit einer Handvoll Einwohnern bis zur nächsten etwas breiteren Straße, wo sich auch zwei Autos überholen können, noch ein paar Kilometer ist, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Und dass es selbst für das größte Unternehmen im Markt nicht möglich ist, da was zu tun, das hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt. Das ist auch unstrittig, das sieht auch die Branche so. Nichtsdestotrotz glauben wir in der Branche insgesamt, nicht nur ich als Unternehmensvertreter, sondern man kann, glaube ich, sagen, die gesamte Branche, den Universaldienst sehr skeptisch. Wir haben auf der einen Seite im LTE-Bereich die Ausbauverpflichtung, die Herr Dr. Henkel erwähnt hat. Wir haben im letzten Jahr die drei Mobilfunker, die in dem Bereich der digitalen Dividende dann ersteigert haben, eine knackige LTE-Ausbauverpflichtung mit auf den Weg bekommen. Also nicht nur, dass wir gut 4 Milliarden Euro bezahlt haben, da steht auch noch drin, wo wir denn unsere nächste Milliarde Investitionsgelder auszugeben haben. Nun weiß ich, dass das nicht reicht und ich weiß auch, dass wir keine hundertprozentige Flächendeckung der Netze haben. Aber wenn man sich anguckt, wie man es denn schaffen soll, möglichst schnell in Deutschland einen Ausbau zu gewährleisten, und darum muss es ja eigentlich erst mal gehen, unserer Meinung nach zumindest, den Bürgern schnell zu helfen, schnell ins Internet zu kommen, dann ist einem mit einer Universaldienstverpflichtung nicht gedient. Da muss man eigentlich sehen, dass das, was man an Flöcken in den Markt gesetzt hat, Ausbauverpflichtung, Förderprogramme, dass man da nachjustiert und guckt, wie man das hinbekommt. Ja, was passiert, wenn ein Universaldienst kommt? Jetzt bin ich kein Jurist und ich will es auch nicht werden, aber ich kann mir die Klagewelle vorstellen. Und zum anderen kann ich Ihnen als Ökonom sagen, dass das die Sicherheit im Markt und die Investitionssicherheit, die man für solche langfristigen Projekte braucht, nicht eben erhöht. Dann wird sich einstellen, das, was immer passiert, wenn man so eine Verpflichtung bekommt. Wir werden erstmal abwarten. Wir werden gucken, wo denn was wem verpflichtet wird und vor allem, wer es bezahlt. Da steht nämlich im Moment noch auf gar keinem Blatt, insbesondere bei den Diskussionen hier in Berlin. Und werden dann erstmal abwarten und unsere Investitionstätigkeit im Gesamtmarkt, werden Sie vielleicht verstehen können, wird zumindest nicht steigen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt Verbände, die Positionspapiere rausgegeben haben, wo drin steht, dass sie komplett zum Erliegen kommt. Das glaube ich jetzt nicht. Aber man kann redlicherweise sicherlich sagen, dass sich das nicht positiv auswirkt. Nochmal, wenn man möglichst schnell was erreichen will, wird man um LTE sicherlich nicht drum rumkommen. Und den letzten Aspekt Ihrer Frage waren die technischen Restriktionen, die es da gibt. Wir sehen im Moment beim LTE-Ausbau eine administrative Restriktion. Die Unternehmen außerhalb der Telekom, die ausbauen, haben kein deutschlandweites Glasfasernetz, sondern sind auf Richtfunkverbindungen angewiesen. Und jede einzelne Richtfunkstrecke müssen wir bei der B-Netz A beantragen. Da werden die händisch bearbeitet und da liegen im Moment, je nachdem, wen man fragt, zwischen 6.000 und 8.000 Anträge auf großen Stapeln und harren der Bearbeitung. Und solange da der Stempel von der B-Netz A als Oberbehörde nicht drunter ist, dürfen wir eine Richtfunkstrecke nicht einrichten. Das ist eine Sache. Andere Sachen sind, dass wir auch an Orte kommen, wo jetzt der Bürgermeister uns nicht freudig begrüßt und sagt, schön, dass er uns eine Antenne baut, sondern wo wir mehr oder weniger direkt besagt bekommen, nee, wir wollen nicht, dass ihr hier baut. Entweder wegen angeblicher Förderprobleme, dass wir die Förderung blockieren im LTE-Bereich, oder aber die Strahlungsprobleme, die Herr Dr. Henkel auch schon angesprochen hat. Das ist relativ schwierig an einigen Stellen in Deutschland. Das ist nicht symptomatisch oder großflächig, aber es gibt auch Standorte, wo man auf solche Probleme trifft. Das soll es, glaube ich, dann im Sinne des Zeitmanagements. Ja, hervorragend. Dankeschön. Herr Reiß, ich glaube, das war auch eine gute Überleitung zu Ihnen. Es gibt Regionen, wo alles anders ist. Wir hatten uns vorhin kurz gesprochen. Sie sagten, im Schwabenland ist es sowieso anders. Sie hätten gerne Fiber to the Home, aber nicht nur Home im Sinne von zu Hause, sondern auch im mittelständischen Unternehmen. Was sind denn Ihre Erfahrungen vor Ort? Sie beraten ja auch Bürgermeister, und was schwappt Ihnen da so an Meinungen entgegen? Die Meinungen sind sehr differenziert, deswegen ist meine Antwort jetzt schwierig.
Wissen Sie, wenn mein Kollege zu Recht erklärt, das Grundgesetz zitieren, Daseinsvorsorge, dann soll das so fair sein und dazu sagen, Daseinsvorsorge ist bei uns in Deutschland Aufgabe der Kommunen. Aber ich darf dann nicht gleichzeitig die Frage stellen, wie kann ich den Bürgermeister damit beglücken, dass er endlich kapiert, er muss Breitband machen. Also entweder tue ich das von oben steuern, dann kann ich jeden Bürgermeister zwingen, dass er gefälligst was zu tun hat. Oder sagt, die Kommune ist zuständig im Grundgesetz verankerten Daseinsvorsorge. Dann muss ich halt auch akzeptieren, dass politische Entscheidungsträger vor Ort vielleicht Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt so klug sind, wie man es gesamtstaatlich sieht. Und bei LTE, Entschuldigung, lieber Freund von Otto und es hat niemand die Unternehmen gezwungen, bei der Versteigerung mitzumachen. Die Konditionen der Versteigerung waren bekannt. Die sind öffentlich vorher festgelegt worden von den Bundesländern. Wir haben die Listen der weißen Flecke der Bundesnetzagentur gegeben, damit man es halt veröffentlichen kann. Da ist nichts, sie sind verdammt worden, das Geld auszugeben. Das haben sie freiwillig getan. Und zwar deswegen freiwillig getan, weil sie gesagt haben, wir schlucken die Kröte ländlicher Raum, weil wir anschließend in Berlin den Reibach machen können. Dagegen ist da nichts zu sagen. Aber bleiben wir bitte mal bei der Wahrheit und fangen nicht an, die Dinge so zu drehen, wie es uns gerade passt. Herr Henkel, Sie haben auch recht, aber doch wieder nicht recht. Wissen Sie, dass heute, wir haben damals als Baden-Württemberg als Erste vor 8 Jahren gesagt, Breitbandversorgung, was ist denn das? Konnte keiner sagen, weil es niemand wusste. Dann haben wir gesagt, 1 Megabit, das war damals vor 8 Jahren ein Haufen Zeug. Heute müssen wir sagen, Freunde, also 1 Megabit, naja. Wir können es nur dadurch kaschieren, weil es keinen Funke auf dieser Welt gibt, der Ihnen nur mit 1 Megabit entgegenkommt, sondern die einfachste, billigste WLAN-Lösung für 30.000 Euro installieren, bringt Ihnen irgendwo zwischen 3 und 5. Damit kaschieren wir, dass eigentlich die Definition der Basisversorgung heute nichts mehr taugt. Aber gut, mit 3 bis 5 kann man heute schon ein bisschen was anfangen, muss man fairerweise sagen. Bloß der Satellit ist lieb und nett. Ich habe vorhin in die Augen der jüngeren Teilnehmer geguckt. Da ging ein breites Grinsen an. Denn das Ding hängt im All und das Signal von oben nach unten braucht halt Zeit. So was nennt man technisch Latenzzeit. Und jetzt stelle sich mal vor, ein Beispiel für jeden nachvollziehbar. Ich will bei eBay was ersteigern und will mein Angebot auf die letzte Sekunde oder letzten 2 Sekunden abgeben. Wissen Sie, wenn ich das mit Satellit mache, bis das Signal bei eBay eintrifft, da ist das Ding schon längst geschlossen. Jetzt kann man sagen, wer muss bei eBay ersteigern? Jetzt reden wir mal über Homeoffice, über Videokonferenzen. Das sind Latenzen nicht unbedingt das Idealste, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Also Fazit. Die Lösung von der Stange, von Bund oder Land oder von EU verordnet, gibt es nicht. Sondern das sind unsere Erfahrungen in Baden-Württemberg, die letzten 8 Jahre auch in der Beratung. Wir müssen gucken, wie sieht es vor Ort aus, was ist vorhanden. Und wie gibt es die Möglichkeit, durch sinnvolle Kombination, möglichst unter Einsatz weniger Steuergelder, eine Versorgung hinzubekommen, die zunächst einmal die Grundbedürfnisse der Bevölkerung abdeckt, aber auch so zukunftsoffen ist, dass am Schluss mehr passieren kann, weil wir wissen, dass das, was wir heute kriegen und brauchen, längstens in 5 Jahren überholt ist. Und wir doch, und das ist einer der Gründe, warum wir gegen Universaldienst sind, denn Universaldienst, sagen wir ganz offen, ist die Holzklasse. Das heißt, die Holzklasse, die ich definiere, jetzt sagen wir mal 5 MB oder 10 MB, ist ja egal. Das heißt, Sie diskutieren alle 2 Jahre neu, was ist denn jetzt wieder die Holzklasse? Und da sage ich Ihnen eins ganz offen, die Kollegin zur Linken wird es mir verzeihen. Also ich möchte keine Diskussion alle 2 Jahre im Bundestag erleben, bis dann der Bundestag sagt, also die Basisversorgung im Breitbandthema sind jetzt nicht mehr 5, sondern sind 10 MB oder 15 oder 20 MB. Entschuldigung, das ist keine Frage der Politik. Das ist eine Frage, was habe ich für Anwendungen, was brauche ich praktisch und am Schluss, was ist der Kunde auch bereit dafür zu zahlen? Und da sind wir nämlich an einem entscheidenden Punkt. Die Unternehmen, die Breitbandversorgung verbessern sollen, die müssen wohl irgendwo Geld verdient haben und eine Chance haben, Geld zu verdienen, um das Geld dort auszugeben. Wenn heute die Diskussion, und da ist vollkommen richtig, Universaldienst richtig anfängt, wird kein Unternehmen Geld in der Fläche mehr ausgeben, weil alle warten drauf, wie kommt's? Am Schluss, wer zahlt's? Zahlt's der Staat, wie von Brüssel gewollt? Oder machen wir Umlagefinanzierung,
böswillig gesagt, diejenigen, die anschließend von der Telekom am Strick aufgehängt werden, die zahlen den Strick auch noch selber dafür. Ganz banal gesagt, die Kosten, die dann notwendig sind, die der Steuergelder zahlt, den Gedanke möchte ich gerne noch zu Ende bringen, kann doch am besten der berechnen, der vor Ort schon ein bisschen was hat, gegenüber dem, der vor Ort gar nichts hat. Das heißt, wenn ich es ausschreibe, wird die Telekom, weil sie immer ein bisschen was hat, ganz günstiger kalkulieren können als der, der gar nichts hat, weil der muss Infrastruktur neu aufbauen. Ergebnis ist klar, wie öffentliche Ausschreibung abläuft, weil der günstigste Bieter, sprich der die wenigste Subvention will, kriegt das Geld anschließend. Und damit haben wir Monopole wieder vor Ort. Und ich denke, wir sind uns hier im Saal einig, Monopole helfen uns nicht weiter. Danke, das war ausführlich. Ich habe jetzt zwei Reaktionen unmittelbar aus der Runde. Die empörteste kam, glaube ich, von dem Herrn van der Velden. Und deswegen würde ich jetzt das Mikro an ihn weiterreichen, obwohl Monopol wollen Sie auch nicht. Nur wenn wir es selber hätten. Aber es gibt Leute, die behaupten, dass Strategien der Betriebswirtschaft nichts anderes ist als das, was die Volkswirte Monopolisierung nennen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Also ich wollte zu dem ersten Punkt sagen, natürlich investieren wir da freiwillig und es hat uns, setzt uns keiner den kalten Revolverstahl an die Schläfe, dass wir da ausbauen. Und wir haben auch bei der Auktion freiwillig mitgeboten und wir tun das auch nicht widerwillig als gesamten Markt da jetzt zu investieren. Es ist nur relativ unlustig, sage ich mal, wenn einem der Staat vorschreibt, du musst da und da ausbauen und dann baut man aus und stellt seine Anträge auf Richtfunkanbindung oder möchte einen ordentlichen Glasfaserzugang haben und dann die gleiche Behörde, die einem die Urkunde ausgestellt hat, legt das dann auf den Stapel, auf dem 6.000 andere Zettel schon liegen. Sie brauchen zwei Stempel pro Post von zwei verschiedenen Standorten der Bundesnetzagentur. Ja, so tief wollten wir gar nicht hier, glaube ich, eindringen in die administrativen Probleme deutscher Bundesoberbehörden. Aber das ist eine der Sachen, wo man dann, die Zurückweisung, dass wir es nicht widerwillig tun, sondern es war vollkommen bewusst. Und B, wir würden noch gerne viel schneller bauen, als wir es heute tun. Und wir werden auch, Sie hatten das mit LTE Advanced gesagt, wir werden eine Funktechnologie haben, die nur die letzten paar hundert Meter, paar Kilometer über die Luftschnittstelle überbrückt. Wir werden auf Sicht an jedem Mast Glasfaser brauchen. Das heißt, da reden wir auch über glasfaserbasierte Netze. Funk hat allerdings den wunderbaren Vorteil, dass der Teil der Übung, der beim Ausbau teuer und, ich sag mal, schweißreich ist, nämlich die letzten paar Kilometer zu überbrücken, die berühmte letzte Meile hieß das zu Beginn der Deregulierung mal, dass man den relativ kostengünstig in den Griff kriegt und sehr schnell. Man braucht nicht buddeln, man braucht nicht graben. Ich kann verstehen, wenn einige sagen, das ist aber nicht das schlussendlich Letzte, was es geben muss, weil die Bandbreiten vielleicht limitiert sind oder auch nicht. Ich sage Ihnen, das ist das Schnellste, was wir bauen können. Und ob das wirklich eine Technologie ist, die zweitrangig ist, das wird der Markt dann schon zeigen. Und wenn wir jetzt dran glauben, dass wir Glasfaser irgendwo in jedem Haus brauchen, und selbst wenn wir morgen im Bundeshaushalt 50 Milliarden Euro bereitstellen und alle Tiefbauer in Deutschland beauftragen zu bauen und alle Unternehmen, die spleißen können, an die Glasfasern schicken, wird es Jahre dauern und den Verkehr der Republik lahmlegen. Es ist vollkommen irrational zu glauben, dass wir auf Sicht von wenigen Jahren in ganz großem Stil Glasfaser so weit ausrollen, wie sich das einige offensichtlich vorstellen, die auch über Universaldienst und Bandbreitenvorstellungen in den nächsten Jahren diskutieren. Herr Dr. Henkel, Sie waren vorhin auch noch einer, der sehr skeptisch die Argumentation beobachtet hat. Hat der Herr van der Velden in Ihrem Interesse argumentiert oder? Ja, auch. Ich meine, das ist ja auf jeden Fall eine vernünftige Position. Ich denke, man muss sich ja klar machen, dass es natürlich falsch ist zu sagen, dass sich dauernd die Bandbreitenbedarf extrem steigert. Das haben wir alle gedacht, auch vor 4, 5 Jahren. Das stimmt einfach nicht. Es gibt ein Extrembeispiel, nämlich Japan. Japan wird ja mal hochgehalten weltweit als das Vorbild Fiber to the Home, fast 100% Abdeckung. Also 100% der Japaner haben ein Glasfaser, fast 100%, das sind 99,5% haben Fiber to the Home. Aber nur 30% nutzen es. Und das Problem ist, warum nutzen die das nur 30%? Weil sie es einfach nicht brauchen, weil sie es einfach nicht brauchen. Es gibt nämlich keine Anwendung für den normalen Bürger, wo man heute überhaupt so eine Versorgung braucht. Die meisten kaufen sich in Japan auch preiswerte und sind nur 10, 20 Euro pro Monat preiswerte, die Anschlüsse, also nicht viel Geld.
Kabel, DSL, was bei uns ja auch auf dem Markt ist, und sind damit zufrieden. Nur die paar Freaks, die Spielefreaks oder irgendwelche Exoten oder auch große Unternehmen, und das ist ja was anderes nochmal, Krankenhäuser, die brauchen das vielleicht, diese Fiberdose Home, aber ein normaler Bürger eben nicht. Und heute zeigt sich, obwohl das Angebot so groß ist in den Großstädten, VDSL, gibt es ja in 11 Millionen Häusern hat schon VDSL-Anschlüsse, aber nur 3% nutzen es. Das heißt, wir können von einem Tag zum anderen VDSL bestellen und machen es nicht. Warum nicht? Weil sie eben auch nur 10, 20 Euro im Monat mehr zahlen müssten und offensichtlich es nicht brauchen, obwohl sie es können. Das heißt, das ist die Erkenntnis der letzten Jahre, und das Problem auch der ganzen Branche ist ja nicht, dass wir nicht Breitband möglich ist. Jeder kann sofort heute eine Standleitung bei der Telekom bestellen und kann dann für 300 bis 500 Euro im Monat hat er dann Gigabit. Jeder kann es. Also möglich ist alles. Die Frage ist nur, was wollen wir zahlen? Was braucht der Bürger? Das ist die erste Frage. Und ich bin der Meinung, das zeigen ja auch alle Untersuchungen, dass eben eigentlich 3 bis 6 Megabit vollständig ausreichend sind. Es gibt nur ganz wenige Anwendungen heute, die mehr brauchen, nämlich zum Beispiel hochauflösendes Fernsehen oder hochauflösende Video, die brauchen dann 20 Megabit, aber auch nicht 50 und auch nicht 100. Und Cloud Computing, was ja eigentlich eher was für Unternehmen ist, braucht 25 symmetrisch. Und damit Schluss. Damit ist Schluss. Mehr gibt es gar nicht. Nicht mal als Idee, nicht mal als Konzept der Anwendung. Das heißt, die ganze Zahlenspielerei ist vollkommen übertrieben. Die Steigerungsraten sind nicht so hoch wie erwartet. Und wir können ganz in Ruhe langsam über den Markt das aufbauen. Und wir sind übrigens bei 99% jetzt der Grundversorgung, und das ist meistens über 2 Megabit, eben nicht 1 Megabit, natürlich nicht immer, das stimmt, aber durch LTE wird sich das Problem so gelöst haben. Denn wenn diese 5000 Anträge, das sind ja 5000 Standorte, abgearbeitet sind, dann haben wir 100% Versorgung. Denn so viele Standorte sind ja gar nicht mehr erzählt. Es gibt 1200 Dörfer, die noch weiße Flecken sind. Und ich denke mal, bei den 5000 werden die dabei sein müssen. Das wäre per Definition, ja. Genau. Und deswegen ist es, in dem Sinne ist das Problem dann gelöst. Es gibt natürlich, und das ist ein echtes Problem bei der Bundesnetzagentur momentan, diesen Auflauf. Da haben wir auch schon uns beschwert, und da wird auch was gemacht. Es werden dann neue Leute abgestellt, um das abzubauen, den Berg. Aber Sie können sich ja vorstellen, wenn diese 5000 Standorte mit LTE versorgt sind, und da ist Richtfunk auch nicht so schlecht. Die schaffen ja auch, glaube ich, ein Richtfunkstück schafft ja bis 1 Gigabyte Übertragung, also von einer Station zur anderen. Und das wird verteilt im Dorf, dann haben wir da auch also mindestens 3 Megabit, sagen wir mal so. Das sind dann möglich zumindest. Und so sind ja auch die Angebote gestrickt, bei Vodafone, bei Ihnen und bei Telekom. Diese Preisangebote sind ja dann in mehreren Stufen. Man kann dann eben von mir ist nur 2 oder 6 und manche können sogar 10, manche sogar 50 Megabit, kommt auf Anhänger von dem Ort ab, über LTE heute schon bestellen. Und es kostet immer nur 5 bis 10 Euro mehr im Monat. Das sind also keine großen Preissprünge. Nicht? Das sind also, und wenn man noch bedenkt, sogar wenn es ein bisschen teurer auf dem Land ist, wie zum Beispiel Satelliten ja ein bisschen teurer sind als der DSL-Anschluss, das kann man sich auf dem Land natürlich auch deshalb leisten, weil man viel geringe Mieten zahlt. Und da liegt auch eine Gerechtigkeit, dass man natürlich nicht immer meinen muss, man muss die gleichen Preise in allen Bereichen wie in der Großstadt zahlen. Man zahlt ja auch weniger in bestimmten Nahrungsmitteln, man zahlt ja auch weniger in anderen Bereichen, und so ist natürlich auch in dem Bereich. Das heißt, da kann man da an der Stelle mal ein bisschen mehr zahlen, weil es natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist in einem flachen Land. In dem Sinne ist da schon, da sich alles ja im Rahmen hält, spielt sich ab zwischen 20 bis 60 Euro pro Monat. Da spielt sich ja das ab, ungefähr das Preisspektrum. Das kann sich eigentlich dann auch jeder dort leisten. Auch dort ist also das Handicap nicht mehr gegeben. Und ich finde, man muss ein bisschen gerecht sein, ein bisschen sachlich sein und versuchen, diese organische Entwicklung, die sich gibt, auch ernst zu nehmen. Universaldienst bringt gar nichts, denn diese Vorbereitung allein für die Versteigerung, also die Ausschreibung. Ausschreibung muss man ja ausschreiben, muss ja ein Unternehmen machen. Das dauert 1 bis 2 Jahre und dann muss man die Technik festlegen, die Technologie festlegen, und bis die dann soweit sind, das dauert 3 Jahre. Bis dahin sind alle versorgt, und zwar lässig. Nicht nur mit 2 Megabit, sondern ich gehe von aus über LTE mit 6 Megabit oder 10 Megabit. Und zwar 100%. Das heißt, dieser ganze Universaldienst ist eigentlich eine Krücke, die überholt ist, weil die Technologie hat sich so schnell entwickelt, auch gerade im Satellitenbereich, die jetzt schon 10 Megabit anbieten, und das für 400.000 Haushalte hier. Also 400.000 Haushalte können sofort von einem Tag zum anderen mit Satelliten versorgt werden. Da frage ich mich, wie soll man den Universaldienst eigentlich begründen? Wie soll man den begründen? Das ist mir schleierhaft. Denn jeder kann, wenn er will, 10 Megabit einkaufen.
Ich sehe einen enormen Leidensdruck. Also der Herr Rudolf vergräbt sich schon. Also, Herr Dr. Henkel, wenn Sie vorhin zugehört hätten, da hätten Sie die Begründung für den Universaldienst schon gehört. Ich habe es vorhin schon mal versucht zu begründen. Aber wir sind uns da ja noch nie einig gewesen. Aber ich habe jetzt eine ganze Reihe mir hier schon aufgeschrieben, was mir ganz einfach unter Nägeln brennt, was ich einfach widerlegen möchte. Also zunächst ist der Universaldienst keine Aufgabe der Kommunen. Also wie das vorhin gesagt worden ist, dass das Daseinsvorsorge Aufgabe der Kommunen ist, Breitbandausbau. Ja, wir reden doch die ganze Zeit vom Universaldienst, oder? Und Universaldienst ist in dem Bundesgesetz geregelt, im Telekommunikationsgesetz in § 78 folgende. Die kann sich jeder mal durchlesen, würde ich sehr empfehlen. Dann würde er auch verstehen, wie Universaldienst funktioniert, nämlich nicht so, wie es hier beschrieben worden ist, sondern ganz anders und ganz geordnet, so wie wir es im Übrigen beim Telefon ja auch haben. Als nächstes Ausbauverpflichtung LDE. Das ist eine ganz feine Sache. Da haben wir damals gründlich Stellung dazu genommen und haben verlangt, es soll doch bitte eine ernsthafte Ausbauverpflichtung durch die Bundesnetzagentur eingeführt werden. Was gemacht worden ist, war alles andere als das. 90% bis 2015 ist die Quintessenz. 90% der Fläche der Bundesrepublik. In Nordrhein-Westfalen, da sind Sie doch her. Ne? Nordrhein-Westfalen hat nicht eine einzige Kommune. Entschuldigung, jetzt rede ich mal. Ich habe Sie vorhin auch ausreden lassen. Naja, aber da lassen Sie mich doch trotzdem ausreden. Das kann doch nicht sein. Nordrhein-Westfalen hat in Prioritätsstufe 1 nicht eine einzige Kommune gemeldet. Ne? Das kann doch nicht sein. Das gibt es überhaupt nicht. Das wissen wir besser. Weil wir die Presse jeden Tag verfolgen und wissen, was es für Probleme auch in NRW gibt. Das gibt's nicht, da dass dort keine. Unternehmen nichts für. Nee, da können Sie nichts dafür. Aber da können Sie doch nicht sagen, wir haben die Ausbauverpflichtung und wir werden das realisieren. Dort werden genauso weiße Flecken übrig bleiben. Noch eine Frage zum Preis. Es wurde vorhin in den Raum gestellt, wer will denn das bezahlen, wenn es einen Universaldienst gibt? Ja, da frage ich ganz ernsthaft, gibt es denn nicht auch Unterschiede in der Stadt zwischen dem Stadtinneren und den Randgebieten von Städten? Das sind doch auch unterschiedliche Aufwände, die da zu betreiben sind. Und es ist ein Preis. Es ist auch ein Preis in den Randkommunen, die um die Städte herumliegen. Alle bezahlen den gleichen Preis, obwohl es unterschiedliche Aufwände geben. Warum ist das so? Es liegt dem eine Mischkalkulation zugrunde. Und genauso wäre das beim Universaldienst auch. Es kann sein, ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass der Preis für den Breitbandanschluss sich dafür für die Masse erhöht. Vielleicht muss jeder dann 5 € mehr bezahlen, auch der in der Stadt. Aber das wird sich durch einen Wettbewerb in der Zeit wieder regulieren. Das wird auf jeden Fall weniger sein als der Vorschlag, den Herr Dr. Henkel gemacht hat, dem ich überhaupt nicht folgen kann, dass man auf dem Land, weil man es sich ja dort leisten kann, ich weiß gar nicht, wo Sie die Weisheit her haben, was sich die Leute auf dem Land leisten können, dass man sich auf dem Land ja durchaus 20 € mehr vorstellen kann. Also das halte ich daneben. Also solche regionalen Zuschläge, die sind meiner Meinung nach genauso schädlich. Das ist genau das, was wir unter digitaler Spaltung verstehen. Frau Rösner, ich hatte Ihnen ja versprochen, es wird eine entspannte Diskussion. Ich glaube, das ist auch so eingetreten. Wenn Sie in Ihrem Statement nochmal kurz darauf eingehen können, warum gibt es denn tatsächlich Gemeinden, die sagen, ich will es nicht? Muss man die dann zwingen? Also ich glaube, Herr Rudolf hat das schon ganz gut dargestellt. Es gibt Gemeinden, die können sich schlichtweg nicht leisten, weil es meistens diese Förderprogramme ja eine gemeinsame Finanzierung ist. Ich kriege so und so viel Fördermittel, wenn ich selber das und das bezahlen kann. Und viele Kommunen können das nicht. Das ist keine Pflichtaufgabe. Und insofern müssen die gucken, wie sie ihre Finanzen für die Pflichtausgaben ausgeben können. Ja, viele stehen ja schon unter kommunaler Aufsicht mit ihren Haushalten. Ich möchte noch mal kurz auf Herrn Henkel eingehen, der gesagt hat, zukünftig die Entwicklung, wir brauchen das gar nicht. Ein Hochleistungsnetz in den ländlichen Räumen. Ich sehe das ein bisschen anders. Auch wenn ich sage, eine Grundversorgung ist für mich auch in einem kleineren Bereich. Nur zukünftig werden wir viel größere Herausforderungen haben, wenn es beispielsweise um den Ausbau von erneuerbaren Energien geht, wenn es darum geht, Smart Grid zu machen. Das wird gesteuert, das wird auch über solche Netze gesteuert. Und da ist es, denke ich, notwendig, auch eine richtige Infrastruktur zu haben und die auch so auszubauen. Dazu kommt, dass die Topografie, was LTE beispielsweise angeht, nicht überall optimal ist. In bestimmte Täler kommt LTE nicht gut rein.
Das muss man einfach sagen. Und dafür muss es Lösungen geben. Und es wird immer ein Delta geben, egal wie stark jetzt Sie ausbauen. Und ich glaube Ihnen das, dass Sie viel ausbauen wollen und die Verpflichtung auch haben. Aber es wird immer ein Delta geben, wo es nicht wirtschaftlich ist und wo es nicht umgesetzt werden kann. Und dafür brauchen wir eine Lösung. Und wenn man jetzt mal überlegt, wo kommt denn die Idee des Universaldienstes her? Was ist denn ein Universaldienst? Ein Universaldienst ist zum Beispiel, dass ich werktags täglich einmal die Post zugeliefert bekomme. Das ist ein Universaldienst. Und da ist es egal, ob ich auf einer Hallig wohne, ob ich in Hamburg in einer Großstadt wohne oder irgendwo im ländlichen Raum. Und wenn wir jetzt überlegen, wie denn unsere Kommunikation zukünftig sich entwickeln wird, dann wird es doch genau dahin gehen, dass wir viel, viel stärker diese digitale Kommunikation haben werden, für alle Bereiche, auch als Wirtschaftsstandort. Und dann ist die Frage, haben wir dafür eine Verpflichtung? Und wir haben dieses Gutachten in Auftrag gegeben, um zu gucken, wie wäre die denn überhaupt umsetzbar, so eine Universaldienstverpflichtung. Und ich spreche nicht von einem Universaldienst für Glasfaserausbau, dafür nicht, sondern die Frage, wie kann ein Universaldienst ausgestaltet sein, was ist notwendig dafür und wie kann er finanziert werden. Und unser Gutachten kommt zu dem Ergebnis, es ist auch verfassungsrechtlich, auch europarechtlich möglich. Und man muss definieren, was ist denn, ich glaube 80% der Nutzer müssen eine gewisse Größe haben, dann kann die auch so definiert werden, dass sie dann für alle auch so vorhanden sein soll. Das ist ja die Idee des Universaldienstes, was die Gleichbehandlung und die gleichen Voraussetzungen angeht. Und deshalb sagt auch unser Gutachten, es muss technologieneutral sein, dass man sich eben nicht auf eine Technologie festlegt. Und es muss definiert werden und anhand dieser 80% geguckt werden, was ist richtig eine Mindestanforderung. Das stimmt, es ist eine Mindestanforderung. Aber ich verstehe auch nicht, wenn der Ausbau angeblich doch so gut voranschreitet, dann müssen wir doch gar keine Sorge davor haben. Das verstehe ich nicht, warum die Unternehmen sich da auch so gegen wehren, weil wenn der Ausbau voranschreitet, dann können wir diesen Universaldienst auch verpflichten. Es gibt ihn ja im Grunde schon, es steht nur funktionaler Internetzugang drin und funktional ist heute nicht richtig definiert. Ja, was heißt denn funktional? Also von daher, wenn wir sagen Breitband, dann müssen wir den definieren. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder entscheidet der Bundestag, da kann man drüber streiten, ob das so gut ist, ob dass der richtige Weg ist und ob die Politiker das auch können, ja, oder ob die Bundesnetzagentur das macht. Darüber können wir diskutieren. Ja, das kann auch die Bundesnetzagentur festlegen. Und die Frage der Finanzierung, da gibt es unterschiedliche Modelle. Uns schwebt ein Unternehmensfonds vor. Das, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich denke, letztlich ist das ja etwas, wovon dann auch die Firmen profitieren. Und so, glaube ich, können wir das schon voranbringen. Wir werden den nicht in die Novellierung des TKGs jetzt einbringen. Dafür gibt es die Mehrheiten nicht. Ja? Aber langfristig, denke ich, muss man das machen und dann kann man ihn auch definieren. Und ich verstehe nicht, dass es da so große Widerstände gibt. Vielen Dank. Auch Ihnen nochmal. Ein kurzer Satz nur. Vielleicht ist es doch sehr bedenkenswert zumindest, dass man nicht mit der großen Keule Universaldienst da in den Markt geht, den man dann auch vielleicht noch dynamisch ausgestaltet, sondern guckt, was zum Zeitpunkt X noch an echten weißen Flecken da ist, der KfW ein ordentliches Förderprogramm hinlegt und dann gezielt versucht, nach Kriterien, die die Politik dann frei festlegen kann, den Ausbau da voranzutreiben. Dann haben Sie keine Verunsicherung, Sie haben eine schnelle Lösung, die Sie politisch steuern können. Und ja. Wir sind auch gar nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Universaldienst unbedingt. Nur wir haben festgestellt, es hat die vergangenen Jahre ja auch nicht funktioniert. Also die flächendeckende Abdeckung haben wir ja nicht. Und deshalb, das kann schon sein, dass Sie das als Keule empfinden. Aber wenn wir uns darauf verständigen und sagen, das ist die zukünftige Kommunikation und wir brauchen Breitband genau dafür, dann können wir uns auch als Gesellschaft darauf einigen und sagen, das muss ein Mindeststandard sein und der muss auch gewährleistet sein. Und auf den habe ich einen Anspruch. Und den kann ich notfalls eben auch einfordern. Ich,
Ich würde jetzt gern vermeiden, dass wir am Publikum vorbei diskutieren und vielleicht zu sehr auch in die technischen Tiefen versteifen. Deshalb wenigstens die Chance, die Frage zu stellen, ob es denn aus dem Publikum heraus eine Frage gibt. Ich habe gehört, auch Twitter ist aktiv, ist inaktiv. Sind alle im Nachbarraum. Gibt es eine Frage im Publikum? Dann würden wir die nämlich vorziehen, um sie zumindest beantworten zu können. Bitte sehr. Bitte ins Mikro. Es gibt in Europa ein Land, in dem die Menschen extrem weit auseinander wohnen und wo es gesetzlich festgeschrieben ist, dass der Breitbandausbau irgendwie dynamisch voranschreitet. Das ist Finnland. Die scheinen das hinzubekommen. Was machen die anders als Deutschland und warum können die das und warum klappt es hier nicht? Also Finnland hat einen Universaldienst, ja, Schweden hat einen Universaldienst, die Schweiz hat einen Universaldienst, Südkorea hat einen Universaldienst und die haben eine viel bessere Abdeckung, gerade was auch Hochleistungsnetze angeht, als wir. Also Südkorea zum Beispiel hat Glasfaserabdeckung 42%, da stehen wir mit unseren 1% noch ein bisschen arm da. Die Frage natürlich, warum klappt es nicht? Jetzt muss ich Ihnen mal eins vorneweg sagen. Universaldienst Schweiz, das sind 385 Kilobit. Wollen Sie in diesem Raum miteinander mit 358 Kilobit rumsurfen? Garantiert nicht. Sind wir uns sofort einig. Also, das macht doch die Krux deutlich. Und die gesamte Diskussion macht doch die Krux deutlich. Wir rennen hier rum wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen und schreie Breitband für alle. Ist zunächst mal absolut in Ordnung von der Zielsetzung her. Bloß, Entschuldigung, da braucht man halt auch eine vorausschauende Strategie. Und das ist genau das, was die Bundesregierung derzeit nicht tut. Sondern sie wartet drauf, nach dem Motto, ich lehne mich zurück. Und irgendwann kommt da mal einer und sagt, ich muss was tun. Und dann macht man die Löcher dicht und wundert sich, wenn man ein Loch dicht gemacht hat, hat man das nächste aufgemacht. Anstelle mal ein bisschen strategisch zu denken. Beispiel, NRW kam gerade hoch, vollkommen richtig. Denn die digitale Versteigerung der digitalen Dividende lief doch so ab. Da hat man die Bundesländer so lange gedrückt, damit die Frequenzen frei werden. Dann sagte unser Bundeswirtschaftsministerium, wir müssen jetzt endlich mal die Flecken dicht machen, die weißen Löcher. Und was ist passiert? Ihr Bundesländer meldet mal die weißen Flecken. Problem ist nur, es gab ein einziges Bundesland, das wenigstens statistisch in der Lage war, weiße Flecken überhaupt zu benennen. Denn sie müssen doch erst einmal die rausfinden. Da gibt es keine Meldepflicht bei Bürgermeister, sondern die müssen selber rausdröseln. Wir haben die Liste abgeliefert. NRW als Extrembeispiel, andere Bundesländer ähnlich, die waren gar nicht in der Lage, den weißen Fleck zu definieren. Entschuldigung, hätte man gesagt, dann nehmt euch mal ein bisschen mehr Zeit. Nein, hoppla, die hopp, pop, 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 wir müssen das Zeug sofort in die Realität umsetzen. Und genauso ist es bei der Investition in den Boden. Entschuldigung, wenn ich grabe, und das Graben ist das Teure im ländlichen Raum, dann ist es keine Rolle mehr, ob ich da ein Kupfer reinwerf oder ein Glas reinwerf. Denn das Kupfer ist derzeit sauteuer, weil Buntmetall. Also werfe ich lieber Glas rein. Die Frage muss doch auch sein, wenn wir schon öffentliche Steuergelder vergraben, dann doch bitteschön zukunftsträchtig und nicht irgendwelche alte Technikstandards entsprechend fixieren wolle, sondern ich muss zukunftsoffen planen. Deswegen ist die Frage, lieber Kollege Henkel, absolut falsch zu sagen, was braucht der Bürger? Der braucht doch nur so viel im Moment. Nein. Die Frage muss sein, wie lege ich die Infrastruktur aus, sodass der Bürger dann, wenn er ein Bedürfnis hat, die Chance hat, für einen realen Obolus auch entsprechend die Leistung zu bekommen, die er gerne haben möchte. Weil die Zeiten haben wir längstens seit 1990 vorbei, dass der Staat definiert, was der Bürger gefälligst zu brauchen und zu nehmen hat. Und deswegen bin ich auch dagegen, überall noch Funkmasten aufzustellen nach dem Motto, am Funk wird alles genesen. Und jetzt zum Thema LTE. Sie haben gesagt, bis zu 50 Megabit. Entschuldigung, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Funk, dem stellen sich die Nackenhaare. Wenn ein Unternehmen Kunden einen Vertrag anbietet, bis zu 50 Megabit über LTE derzeit,
dann grenzt das, und so sieht es zumindest die Verbraucherzentrale NRW, an Verbrauchertäuschung. Denn sie kriege die 50 Megabit nur um 24 Uhr unter Mast als einziger Nutzer in der Zelle. Und selbst die Leute dieses Unternehmens sage ihnen als Praktiker, ja, wenn einmal 20 durchkomme, dann funktioniert's gut. Und da muss ich sagen, hat die Verbraucherzentrale recht. 50 verkaufe und 20 liefern. Also da muss ich sagen, drängt sich mir als Privatperson durchaus der Auftrag auf, da wird der Verbraucher getäuscht. Das heißt, wir brauchen strategisches Denken, Zukunftsinvestitionen in zukünftige Infrastrukturen, die nachhaltig wirken, und dann kriege man Schuh draus. Ohne tagespolitisch irgendwelchen Einzelinteressen hinterherrennen. Jetzt haben wir das Thema Quality of Service, kommt ja, also wird ja auch diskutiert, wo die 50 Mbit dann auch Verbraucherschutzzentralen gerecht abgeliefert werden sollen. Ob es nachher wirklich klappt, wissen wir ja nicht. Aber das jetzt nur mal kurz als Einwand von meiner Seite. Die Frage würde dann an den Herrn van der Velden gehen. Vielleicht haben wir nachher noch die Zeit, aber... Ich will nochmal auf die Frage aus dem Publikum zurückkommen. Findet hat ungefähr so viel Einwohner wie Berlin, ein bisschen mehr. Also da sehen Sie schon die eine Hauptantwort der Frage, und ist sehr, ja, das Problem ist, die meisten leben doch dort auch in den großen paar großen Städten und Helsinki vor allen Dingen, und die paar Mannequins, die auf dem Land leben, die kann man natürlich dann wunderbar versorgen, das ist mir kein Kostenfaktor mehr, auch als vom Staat her. Das heißt, die Vergleiche hinken. Ich hatte ja vorhin auch schon Japan genannt, das ist ja ganz tolle Welt, davon träumen wir ja alle. Und trotzdem werden nur 30% vom Fiber to the Home genutzt. Das heißt, man kann das nicht verallgemeinern. Der Umgang mit dem Internet ist eben auch in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich. Und das ist im Norden, also in Finnland anders als in Italien, und das ist in Japan anders als hier. Und deswegen muss man wirklich vor Ort gucken, was ist denn das Bedürfnis, was ist der Bedarf? Und das ist auch die Frage, natürlich auch beim Universaldienst. Wir können ja nicht Luxusanwendungen mit Steuergeldern bezahlen. Ich meine, da muss man mir erklären, warum wir jetzt vom Staat her, Herr Reiß, der große Vorkämpfer für Bandbreite, noch mehr, also er ist im Rausch, der Megabit sozusagen, ist ja immer mehr, erst sind es 5, dann sind es 10, dann sind es 20, hört gar nicht mehr auf. Und in diesem Rausch der Megabits verliert er überhaupt jeder Überblick, was der Staat überhaupt machen muss. Der Staat ist für die Grundversorgung zuständig, für nicht mehr. Das Rest ist Luxus. Und ich finde, hochauflösendes Fernsehen und hochauflösende Videos ist Luxus. Was nicht Luxus ist, ist zum Beispiel die Grid-Frage. Da brauchen wir 1 Megabit übrigens für. Und es ist auch kein Luxus für E-Hers, E-Learning, E-Government. Aber da brauchen wir ein paar Megabit für. Da brauchen wir keine 20, 30 Megabit für. Das heißt, die Anwendungen, die heute bekannt sind, auch sinnvoll sind für den Bürger, die auch helfen, ob es in der Schule, auch im Handel, E-Commerce, E-Business, was ich was der Bürger vernünftigerweise erst machen möchte, das kann man alles mit 2 bis 6 Megabit. Und deswegen sind eigentlich diese Megabit-Hetze gar nicht angemessen. Davon abgesehen, ganz im Gegensatz zu Herrn Reiß, das weiß er auch, also wieder besseres Wissen, hat er behauptet, dass wir keine Strategie haben. Wir haben sogar eine Strategie für 50 bis 100 Megabit. Und die ist auch ausformuliert. Dazu haben wir einen Infrastrukturatlas eingeführt. Da machen wir jetzt Synergie oder fördern wir Synergien zwischen kommunalen also Strombetrieben und unterstützen jede Art von Kooperation zwischen Unternehmen im IT-Gipfelprozess. Wir haben Projektgruppen, Arbeitsgruppen, die nur daran arbeiten, wie man diese Preise für das Vergraben im ländlichen Raum verringert. Wir haben Best-Praxis-Listen, wir haben viele Best-Praxis-Beispiele im ländlichen Raum, wo mehr als 20 Megabit ausgebaut wird, mit verschiedensten Finanzierungsmodellen. Das Ganze ist also im Prozess, und wir gehen systematisch weiter. Es ist nicht so, dass wir uns mit der Grundversorgung zufrieden geben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Es gibt einen großen Prozess, den IT-Gipfelprozess, wo wir täglich daran arbeiten, auch die Hochgeschwindigkeitsnetze ins ländlichen Raum zu bringen. Und zwar natürlich mit möglichst wenig Steuergeldern. Das heißt ja nicht, dass man in bestimmten Fällen auch Förderprogramme braucht. Den haben wir nie widersprochen. Wir haben übrigens Förderprogramme für die Grundversorgung, ob GRW-Mittel, GRK-Mittel, es gibt europäische Fördermittel. Es gibt eine Hülle von Antragsmöglichkeiten, Fördermittel zu bekommen. Und in dem Sinne ist da auch in dem viel passiert. Aber für die Grundversorgung, ich betone, für die Grundversorgung brauchen wir nicht mal Fördermittel. Für Hochgeschwindigkeitsnetze im ländlichen Raum brauchen wir ganz sicher Fördermittel. Oder Finanzierungsmodelle. Es können ja auch Bürgschaften sein, es können ja auch Banken sein, die Gelder zur Verfügung stellen. Das ist alles klar. Aber für die Grundversorgung, das habe ich Ihnen auch erklärt, braucht man keinen Pfennig Steuergeld, weil die sich selbst tragen sind. Ich habe auch gesagt, wie es gemacht wird. Und das steht auch alles hier
in der Informationsbox drin, in Broschürenform, in Filmform, Best-Praxis-Form. Also die Bürger müssen eigentlich nur handeln. Die müssen eigentlich nur lesen oder sich schöne Filme angucken, die wir auch noch dabei haben, und handeln. Nicht? Also es ist also, die Grundversorgung ist eigentlich kein Thema mehr. Deshalb ist auch der Universaldienst überflüssig. Herr Dr. Henkel, vielen Dank. Also ich hatte befürchtet, dass wir die Frage, wie viel Breitband ist möglich, nicht binnen einer Dreiviertelstunde beantworten können. Wir haben es auch nicht innerhalb einer Stunde geschafft. Ich bedauere das sehr, dass ich nicht mitdiskutieren durfte. Ich bin aber ganz froh, dass ich nicht mitstreiten musste. Also so gesehen konnten wir Ihnen jetzt leider keine abschließende Lösung präsentieren, aber ich denke mal, das alles war kurzweilig, und dann würde ich gleich mal beantragen, dass wir bei der nächsten derart gestalteten Veranstaltung einen größeren Zeitschlitz zur Verfügung gestellt bekommen. Bei Ihnen herzlichen Dank, und tut mir leid, ich hätte gerne noch weiter diskutiert, mehrere Stunden, aber vielen Dank für Ihre Kommentare und die Informationen. Dankeschön.